Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werde ich euch die besten Aim-Apps für Season 4 vorstellen. Ich hatte ja vor ein paar Tagen bereits schon Aim-Tipps und Tricks wieder hochgeladen. Allerdings gibt es jetzt nochmal neue Versionen von den Maps. Dementsprechend werde ich euch jetzt nochmal ein Update-Video dazu geben. Und mit diesen Aim-Apps werdet ihr auf jeden Fall nochmal deutlich schneller trainieren können, als mit allem, was ich euch bereits in dem Video erzählt hatte. Dementsprechend bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Morgen wird es auch noch ein Video zu Fortnite RTX geben, denn das kam tatsächlich heute schon raus. Allerdings, da ich dieses Video erstmal vorziehen wollte, gibt es das Ganze erst morgen, um das natürlich nicht zu verpassen und um generell auch keine weiteren Tipps und Tricks Videos hier mehr zu verpassen, lasst natürlich gerne ein Abo da und wenn euch die Videos hier gefallen, könnt ihr natürlich auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen und ich würde sagen, wir beginnen direkt mal mit der ersten Aim-App. Das ist mittlerweile tatsächlich auch schon eine altbekannte Aim-App und zwar ist das der Skywalk Aim Trainer, diesmal eben halt in der Version für Season 4. Ich hatte ja bereits auch schon ein Video zur Season 1 und Season 2 Version hochgeladen und das Ganze ist jetzt mittlerweile auch schon wieder deutlich älter und dementsprechend hat er das Ganze jetzt noch mal erneuert, eben halt für die Season 4 alles angepasst, nochmal neue Stages reingebracht, neue Szenarien, die auf jeden Fall jetzt nochmal deutlich schneller euer Aim trainieren können und hier sind diesmal auf jeden Fall auch nochmal Kurses drin, die gerade fürs Movement deutlich besser sind als in den vorherigen Maps. Wenn man jetzt in dieser Map hier spawnt, dann landet man erstmal in einer Art Hub, dort sieht man verschiedene Dinge, wenn man rund um sich herum schaut, hier einmal eine ganz, ganz große Variation zwischen den ganzen Waffen, die es zurzeit in Fortnite gibt, beziehungsweise die es teilweise auch nicht mehr gibt und wenn ich hier eigentlich immer Aim-Training mache, dann benutze ich häufig einmal eine Classic AR, dann eine Pump-Shotgun, eine blaue SMG und noch einen Revolver. Ihr könnt natürlich auch gerne alles andere nehmen. Auf dieser Seite kann man dann die ganzen Aim-Szenarien sehen. Das Ganze ist auch nochmal in unterschiedliche Kategorien unterteilt. Auf der rechten Seite haben wir einmal die Special-Kategorien, die hauptsächlich etwas mit dem Building auch zu tun haben. Dort werden wir auch gleich als erstes drauf schauen. Auf der linken Seite haben wir dann einmal die ganzen Flicking- und Präzisionsszenarien. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Probleme damit habt, immer Gegner zu flicken mit eurer Shotgun oder eben halt Probleme habt, zwischen Targets immer schnell zu wechseln zu können, dann wird auf jeden Fall diese Stage eure Hauptstage sein. Daneben gibt es dann einmal die ganzen Tracking-Szenarien, also wenn ihr immer auf einem Gegner drauf bleibt, beispielsweise wenn er in der Luft ist oder jemand im Wasser schwimmt und ihr den so tracken wollt, dann sind diese Szenarien auf jeden Fall etwas für euch. Dann gibt es rechts daneben einmal noch weitere besondere Szenarien. Und zwar haben wir darunter einmal zwei Movement-Courses. Dort haben wir nämlich einmal den oben links und oben rechts. Zusätzlich haben wir darüber einmal ein Shoot-Timing, eine Shoot-Timing-Stage. Dabei geht es eben halt darum, dass man eben halt versucht, auf den Gegner raufzugehen und dann eben halt im richtigen Zeitpunkt zu schießen, da er eben halt wirklich immer nur im kurzen Moment letztendlich verfügbar ist. Und dann haben wir unten noch einmal Keep-Ups. Da geht es eben halt darum, möglichst gute Reaktionszeiten zu haben. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt allerdings erstmal ganz auf der rechten Seite. Falls euch übrigens dieser Aim-Map nicht interessiert oder ihr die ganzen Stages oder so schon kennt, dann könnt ihr auch gerne in der Wiedergabeleiste zum zweiten Kapitel skippen und zwar werde ich euch dort dann, wie gesagt, die zweite Map vorstellen. Falls euch, also wie gesagt, das Ganze nicht interessiert, müsst ihr das Ganze natürlich auch nicht schauen. Und beim TFU Classic geht es einfach darum, dass man versucht, hier die Gegner abzuschießen und nachdem man einmal geschossen hat, man direkt baut, um sich einmal selbst abzufangen. Wie gesagt, um zurückzukommen, einmal Emote drücken und dann seid ihr auch wieder zurück in der Lobby. Dann gibt es als nächstes die Mongol Classics. Wenn ihr dann vor einem Metal Wall kommt, müsst ihr einmal Pickaxen durch eure eigene Wall replacen und dann entweder eine Treppe oder ein Dach reinplacen und das Ganze eben halt editieren. Könnt ihr mit verschiedenen Edits natürlich machen, ist euch überlassen, macht dort möglichst verschiedene Sachen. Als nächstes haben wir dann darunter die Boxfighting V2 Map. Dort muss man sich einmal einboxen, dann spawnen aus verschiedenen Richtungen immer die Bots. Die muss man eben halt versuchen, mit möglichst guten Shots und möglichst guten Edits zu klappen. Also wenn ihr Probleme mit Edits und mit Shots in Boxfighting habt, dann könnt ihr das auf jeden Fall hier sehr, sehr gut machen. Versucht natürlich so zu spielen, als ob er euch zurückhitten könnte. Als nächstes beginnen wir dann mal auf der linken Seite mit den Flicking-Szenarien. Dort haben wir als erstes mal Tile Frenzy. Dort kann man dann sich auch einmal ein paar Dinge auswählen. Und zwar haben wir hier einmal die verschiedenen Ranges zwischen Long und Medium und Close. Wenn ihr auf der Close-Range seid, dann habt ihr immer den Vorteil, dass die Targets größer erscheinen. Allerdings ist der Weg zwischen den Targets, den ihr mit eurer Maus machen müsst, beziehungsweise mit eurem Controller machen müsst, eben halt deutlich größer. Auf Long-Range habt ihr deutlich näher die ganzen Targets. Dafür sind die allerdings kleiner. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal auf der Medium Stage und auf der rechten Seite haben wir dann einmal den Freeplay und den Time Challenge Modus. Beim Time Challenge Modus habt ihr eine festgelegte Zeit, beim Freeplay könnt ihr einfach so spielen und habt kein Zeitlimit.
Und je nachdem, was ihr eben halt für eine Range ausgewählt habt, werdet ihr einfach hier unterschiedlich im Raum dann spawnen. Und dann müsst ihr hier einfach versuchen, möglichst schnell zwischen den Targets zu wechseln, möglichst viele, möglichst weit in der Mitte zu treffen und so dann eben halt einfach generell möglichst viele Targets zu hitten. Und das trainiert, wie gesagt, hauptsächlich euer Flicking und Präzisions-Aim. Rechts daneben gibt es dann das 360 Z-Frenzy. Hier habt ihr die Möglichkeit, dass ihr einmal wirklich alle Gegner immer rundherum im 360-Grad-Kreis killt und dabei könnt ihr eben halt unter anderem einmal Hipfiren, das heißt aus der Hüfte schießen, oder ihr zoomt eben halt ran oder scoped eben halt immer kurz ran, wenn ihr auf den Gegnern seid. Als nächstes habt ihr dann die Skeet Frenzy Map. Ihr spawnt dann eben halt immer Zombies aus verschiedenen Richtungen. Ihr müsst eben halt versuchen, möglichst viele zu killen, sodass am besten eben halt keiner bis zum Boden fliegt, und das ist halt eure einzige Aufgabe, die ihr hier drin habt. Als nächstes habt ihr dann hier noch die Popcorn Stage. Dort scheint es zurzeit tatsächlich so, dass die normale Range nicht funktioniert. Dementsprechend funktioniert zurzeit tatsächlich nur 360 Grad. Allerdings könnt ihr euch auswählen, wie viel AP die Zombies haben sollen. Und hierbei gehen die Zombies dann immer rauf und runter und ihr müsst mal versuchen, die wieder im 360 Grad Kreis bzw. im normalen Modus natürlich normal auf einer Wand immer gut hitten zu können. Daneben haben wir dann einmal die ganzen Tracking-Szenarien, und zwar beginnt das Ganze mit Horizontal. Hier habt ihr auch wieder Range-Möglichkeiten und dann geht einfach ein Zombie hier horizontal immer rundherum. Ist eigentlich eine relativ simple Stage, gibt es auch schon seit Ewigkeiten ohne Änderung. Vertical genau das gleiche, eben halt vertikal logischerweise, diesmal allerdings ohne Wände. Das heißt nochmal etwas realistischer, das Ganze hier zu tracken. Und dann haben wir als nächstes nochmal den Bounce-Part. Dort habt ihr einmal die Möglichkeit, 360 oder 180 zu nehmen und dann eben halt nochmal die HP dieser Zombies auszuwählen, und dann droppen die Zombies eben halt hier unterschiedlich eben halt herum. Dann können hier unterschiedliche Waffen benutzen, wieder Hipfiren oder eben halt ranzoomen, und das trainiert auf jeden Fall generell euer Tracking im Boxfight-Modus extrem stark und ist mit so einer der besten Modus, die ihr überhaupt hier drin spielen könnt, und würde ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, gerade diese Stage immer am längsten zu machen. Als nächstes haben wir dann den Range-of-Modus, hat eigentlich nicht wirklich viel mit Tracking zu tun. Wir droppen die Zombies eben halt immer von oben runter. Und da muss man eben halt versuchen, hier immer möglichst gut zu killen. Dementsprechend geht es hier auch wieder sehr, sehr stark um Präzision und eben halt darum, möglichst kurze Distanzen eigentlich auch nur zu machen, weil die eben halt wirklich nicht weit voneinander entfernt sind. Allerdings sind die Targets eben halt von oben so nur wirklich sehr, sehr klein, wodurch man sehr, sehr präzise sein muss. Dann haben wir als nächstes noch den MR Strafe Modus. Das ist wie gesagt ein Movement Kurs. Hier kann man einmal das Ganze links und rechts herum machen. Hier geht es eben halt darum, dass man immer auf dieser Kante läuft. Man kann auch hin auf dem Schwarzen laufen. Allerdings, um sich schwerer zu machen, am besten hier immer auf der Kante laufen. Und dann muss man eben halt den Zombie hier tracken, dauerhaft hier immer auf sein Movement achten. Am besten ist natürlich, wenn man Hipfight, weil man sich so schneller bewegt. Und man muss eben halt immer so beides gleichzeitig im Auge behalten, möglichst gut tracken und eben halt möglichst viel dann eben halt oben drauf bleiben. Dann haben wir als nächstes Reaction FS. Das ist eine Stage, die man auf jeden Fall mit einer Shotgun machen sollte, denn hier spawnen die Zombies immer aus verschiedenen Richtungen. Ihr müsst versuchen, die möglichst schnell zu killen. Eben halt, wie gesagt, zu schauen, dass wenn die Gegner in eurem Fadenkreuz sind, dass ihr die schnell tötet, denn die bleiben immer wirklich nicht lange im Bild, die gehen ganz schnell wieder weg, und so müsst ihr immer versuchen, wirklich möglichst gute Accuracy dabei zu haben, also möglichst gute Shots dabei auch zu treffen. Allerdings müsst ihr eben halt auch immer hören, von wo die Gegner kommen, dementsprechend auch gerade eine Stage, die gut dafür da ist, um eure Ohren zu trainieren. Dann haben wir hier als nächstes die Keep Up Stage. Hierbei geht es darum, dass man versucht, den Gegner dort immer zu killen, und man kann hier eben halt immer erneut spielen. Man muss jemand versuchen, immer oben in der Luft zu bleiben. Man spawnt aus unterschiedlichen Stages. Dementsprechend geht es hier auch darum, möglichst schnell immer zu erkennen, wo der Gegner ist. Das ist eigentlich so die Hauptaufgabe, die man hier hat, weil man teilweise immer echt sehr weit unten ist, und für das Visuelle ist das auf jeden Fall auch sehr, sehr gutes Training. Dann kommen wir auch schon direkt zur letzten Stage, und zwar ist das der Peak-Kurs. Das ist auf jeden Fall auch so eine der besten Stages. Hierbei hat man immer nur 100 HP. Die Zombies haben, glaube ich, so, beziehungsweise die Bots haben 500 HP oder so. Man muss versuchen, eben halt nicht, man muss eben versuchen, selbst nicht getroffen zu werden und den Gegnern eben halt möglichst viel Damage hinzuzufügen. Und man kann eben halt, wie gesagt, wirklich sehr, sehr schnell down gehen, da die Gegner auch wirklich eine sehr, sehr gute Accuracy haben. Das heißt, sie werden euch sehr, sehr schnell treffen. Hierbei ist nicht ganz so gut realisiert. Ihr könnt rein theoretisch von hier aus mit eurer Scar einfach schießen. Allerdings würde ich euch empfehlen, eher immer so hier hoch zu gehen, versuchen immer rauf zu flicken und so das Ganze zu trainieren, denn sonst bringt das Ganze nicht so wirklich viel. Damit waren das dann schon hier die ganzen Szenarien. Hier würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr eine Warm-Up-Kurs zusammenstellen wollt, dann spielt die Maps, wo ihr die meisten Probleme habt, wo ihr am häufigsten verkackt, die wenigsten Punkte bekommt, und spielt die am häufigsten in eurem Warm-Up. Ansonsten versucht immer aus jeder Stage ein bisschen was zu spielen. Das heißt, ein bisschen was aus der Stage, gerade die beiden Movement-Kurses. Hier immer ein bisschen was aus dem
Tracking und hier immer etwas aus dem Flicking. Jetzt kommen wir mal zur nächsten Map und zwar ist das die Aim Duel Map V2. Hierbei ist ja allerdings immer wichtig, dass ihr einen Gegner habt, den ihr auf Discord oder so suchen müsst. Hatte by the way auch schon in Staring vorgestellt, allerdings hatte ich die Map eben halt auch schon vorgesehen. Ich dachte mir nur, einen Tag nachdem ich die andere Map bzw. das andere Video hochgeladen hatte, wollte ich jetzt nicht diese Map auch direkt zeigen. Bei dieser Map haben wir auch wieder zwei verschiedene Möglichkeiten, wie wir das Ganze spielen können. Und zwar haben wir hier einmal das Classic Close Range Aim Duel und dann einmal die Glider-Szenarien. Dazu kommen wir allerdings gleich. Und zwar beginnen wir als erstes mal hier mit den ganzen normalen Szenarien. Hier haben wir als erstes einmal verschiedenste Waffen, die man natürlich auswählen kann. Kann alles benutzen. Letztendlich ist egal. Spielt einfach die Waffen. Wichtig ist immer nur, dass euer Gegner das gleiche benutzt. Dann könnt ihr hier eure Leben auswählen. Passt immer so ein bisschen an die Waffe an. Wenn ihr eine Waffe habt mit wenig DPS, also wenig Damage per Second, dann benutze eher weniger Leben. Wenn ihr eine habt mit viel, dann benutze eher die hohen Lebenszahlen. Ich gehe erstmal an 2000 AP rein. Habt ihr so oder so keinen Gegner. Und dann habt ihr hier immer die unterschiedlichste Stages, die ihr immer spielen könnt. Beispielsweise habt ihr hier die 1v3 Stages. Einmal eben halt ganz normal. Dort habt ihr eben halt einmal den Gegner auf der anderen Seite und müsst ihr mal versuchen, den hier immer so zu killen. Möglichst viel. Natürlich immer auf euer Movement achten. Das ist hier auch immer sehr, sehr wichtig. Also bleibt nicht einfach nur stehen. Versucht euer bestes Aim zu geben. Sondern versucht auch selbst eben halt möglichst wenig getroffen zu werden. Das Ganze gibt es dann auch nochmal in der Version, wo auf beiden Seiten eben halt Cones drin sind. Und dort könnt ihr dann euch eben halt hinter den Cones verstecken und so immer das Ganze spielen. Als nächstes auch eine sehr, sehr gute Stage, die ich euch auf jeden Fall auch nur empfehlen kann. Und zwar ist das die High and Low Ground Stage. Hier sind auf beiden Seiten eben mal Cones. Der obere kann sich tatsächlich nicht komplett hier verstecken. Und der untere steht eben halt hier auf der unteren Cone. Ihr könnt übrigens auch nicht runterlaufen. Das heißt, ihr müsst von hier oben immer schießen. Müsst ihr mal versuchen, nicht getroffen zu werden. Der untere muss immer hochspringen und versuchen, so euch zu hitten. Hier auch auf jeden Fall gerade fürs Movement extrem gut. Und hier sind insgesamt auf jeden Fall sehr, sehr viele Szenarien, die ihr so auch sehr, sehr häufig in euren Games sehen werdet. Hier empfehle ich euch auch auf jeden Fall immer verschiedenste Stages zu spielen, denn ihr wollt natürlich möglichst viele verschiedene Szenarien haben und das Besondere eben halt bei dieser Map ist eben halt, dass wirklich so ziemlich jede einzelne Boxfight-Situation abgedeckt ist. Wie gesagt, 1v3 sind abgedeckt, High-Ground, Low-Ground-Situations, normale 1v1-Boxes, 1v1-Boxes mit Cone, mit Ramp, 1v2s, 1v2s mit Cones, gibt es hier wirklich alles mögliche. Hier beispielsweise 1v2 mit Cones gibt es eben halt zwei Cones, wo man eben halt hinter sich immer verstecken kann. Dementsprechend spielt ihr auf jeden Fall die verschiedensten Stages und wenn ihr das eben halt wirklich regelmäßig immer macht, werdet ihr hier ganz, ganz schnell deutlich besseres Movement und deutlich besseres Aim bekommen und das Besondere ist eben halt hierbei, dass ihr letztendlich echte Gegner habt, das heißt, ihr spielt gegen die gleichen, gegen die ihr auch in Arena beispielsweise spielen würdet. Als nächstes haben wir dann hier die Glider Aim Duel Stage, dort haben wir einmal sechs verschiedene Szenarien oder eben halt einmal hier einen generellen Startbutton. Mit dem Startbutton geht man einmal durch alle verschiedenen Stages durch. Hier haben wir eben halt, wie gesagt, einmal verschiedenste Szenarien, die eben halt alle etwas mit Gleiten zu tun haben. Hierbei geht es eben halt immer darum, dass der eine gleitet, der andere muss eben halt abschießen. Beispielsweise würde der jetzt da rausgleiten und wenn die Zone sich dort öffnen würde, dann müsste ich jemand versuchen, ihn immer zu tracken und der andere muss dann eben versuchen, möglichst wenig Damage abzubekommen und dann immer in die blaue Zone zu fliegen. Wie gesagt, gibt es hier auch in verschiedensten Versionen das Ganze. Hier lohnt es sich natürlich genauso gut auch immer alle Stages zu machen. Dementsprechend habt ihr hier natürlich wirklich verschiedenste Szenarien. Hier habt ihr beispielsweise eine, wo jemand low paddet, zum nächsten Pad von dort aus dann auch wieder zurück paddet. Und das trainiert immer gerade euer Tracking und in der Luft hat man eben halt häufig immer die Situation, wo man dann immer nichts trifft. Und wenn ihr das wirklich häufig macht, dann werdet ihr deutlich mehr treffen. Geht natürlich genauso gut, auch wenn jemand einfach läuft, dann werdet ihr es natürlich genauso gut tracken können, dass ja letztendlich auch nichts anderes ist, als wenn jemand in der Luft fliegt. Oder wenn jemand irgendwo im Wasserspiel schwimmt, dann könnt ihr den so auf jeden Fall demnächst richtig, richtig gut tracken. Wie gesagt, die andere Stage ist eben halt dafür da, dass man Boxfighten gut kann und so habt ihr auf jeden Fall alles wirklich abgedeckt mit diesen Maps. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.